Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Wir werden heute die Weekend League Belohnung eröffnen und ganz kurz über den Markt sprechen, denn der Markt ist komplett am Boden. Wir haben einen Marktcrash, wie wir ihn zuletzt zu FIFA 17 Zeiten hatten, zum Team of the Year. Wir haben einen so starken Marktcrash, wie wir einfach in den letzten Jahren gar nicht mehr hatten. Und da muss EA so langsam mal gucken, dass sie die Kurve bekommen und ihnen die ganze Sache nicht aus der Hand gleitet. Denn wenn sie jetzt langsam nicht die Kurve bekommen, wird FIFA ganz schnell tot sein, weil wir müssen oder EA muss dafür sorgen, dass der Markt stabil bleibt, denn sonst wird das Spiel ganz, ganz schnell sehr uninteressant werden, weil keiner mehr Packs öffnen wird, wenn ein 88er Rating-Spieler nur 10.000 Coins kostet. EA muss unbedingt dafür sorgen, dass da jetzt was passiert und der Markt stabil bleibt und die werden auch was tun. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn momentan ist ihnen das hier komplett aus dem Ruder gelaufen, denn EA will selber wahrscheinlich nicht, dass der Markt so am Boden ist, wie er jetzt ist. Und das würde auch das Spiel in Zukunft zerstören, wenn wir in Zukunft so einen Markt hätten, wie er aktuell ist. Das Gute ist, wir können so schön investieren, wir können vielleicht richtig viele Coins machen, weil wir halt wirklich Preise momentan für die Spieler bezahlen müssen, wie wir das eigentlich sonst nie müssen. Und deswegen empfehle ich euch komplett, die Rating-Spieler einzukaufen. Da zeige ich euch ganz kurz, dass ich hier im Verein auch schon von fast jedem Rating alle Spieler habe. Ich werde da jetzt gleich alles nachkaufen, was ich aktuell nicht im Verein habe. Ihr seht hier die 87er, 86er, 85er Rating-Spieler. Ich werde alle Rating-Spieler kaufen, also alle günstigsten Spieler von ihrem Rating ab 83 bis 88 wird da jeder in meinem Verein sein, weil die Preise komplett im Keller sind. Das mache ich und dann kaufe ich mir jede Menge Außenverteidiger-Rating-Spieler, heißt einen Grimaldo, einen Alex Telles, einen Carvajal und einen Kimmich. Die werde ich mir komplett in den Verein vollstopfen. Ich werde die kompletten 750.000 Coins da rein investieren, mit der Hoffnung, dass morgen dann der SBC kommt, wo man die Spieler schon braucht. Ich glaube, einen Grimaldo und einen Alex Telles, mit dem kann ich morgen schon ordentlich Coins machen, weil ich glaube oder gehe davon aus, dass morgen EA anfängt zu reagieren. Morgen werden die neuen Scream-Karten vorgestellt. Und es werden wieder jede Menge Packs geöffnet und da muss EA irgendwas machen. Es müssen SBCs kommen, die richtig reinhauen. Es darf keine Milner SBC sein, die so uninteressant ist, dass die kein Mensch macht. Es muss eine SBC kommen, die richtig reinhaut, weil der Markt muss sich stabilisieren. Denn kein Mensch wird Packs kaufen, wenn man einen Toni Kroos für unter 20.000 Coins bekommt. Ich zeige euch hier ganz kurz auch mal Kimmich. Den kriegt ihr hier aktuell für unter 14.000, den bekommt er definitiv für 13.000 Coins erboten. Es ist eine 86er Ratingkarte, die normalerweise zwischen 15.000 und 20.000 Coins liegen sollten. Und als Rechtsverteidiger sollte der bei 25.000 Coins mindestens liegen. Mit der Karte werden wir guten Profit machen. Und so ist das bei allen anderen Karten auch. Die sind deutlich unter Marktwert, unter dem Wert, was sie eigentlich wert sein sollten. Ne? Theoretisch könnt ihr auch euren Verein aktuell bauen. Ich würde aber jetzt noch keine Scream-Karten kaufen. Ich werde auch ein Scream-Investing-Video noch hochladen. Ne? Aber da würde ich aktuell noch nicht investieren, weil die Karten alle zu Halloween nochmal zu ziehen sind. Da werden die wahrscheinlich am niedrigsten sein und dann könnt ihr an dem Tag eben einkaufen. Aber solche SBC-Spieler sind momentan richtig gute Karten, die man jetzt einkaufen kann. Und die kann ich euch nur ans Herz legen. Ich zeige euch noch ganz kurz das Team of the Week. Das werden wir hier auch noch in das Video mit reinpacken. Und zwar möchte ich da euch drei Spieler besonders empfehlen. Und zwar ist das hier, ups, der Linksverteidiger von Chelsea, Azpilicueta. Aber den würde ich auch jetzt noch nicht kaufen. Da würde ich am Wochenende abwarten und da eben kaufen, weil die wahrscheinlich dann wieder günstiger sind. Parejo, der ist unfassbar günstig, also das ist Wahnsinn. Eine 87er Inform-Karte für 25.000 Coins, das ist unbeschreiblich günstig. Und wir gucken mal ganz kurz: Hummels, der kostet momentan noch ein bisschen mehr, aber auch der wird eine perfekte Investitionskarte sein. So, sonst könnt ihr ja theoretisch wie immer investieren in die Abschlussspieler und sowas, aber ich kaufe da jetzt keine Karten mehr ein. Ich habe so viele Spieler davon. Und ich würde euch auch momentan von den Abschlussspielen erstmal abraten, weil die Karten mittlerweile überinvestiert sind. Schaut euch hier auf jeden Fall Linksverteidiger an, das ist auch wieder eine perfekte Investition. Und dann die etwas höher gerateten Spieler, Hummels und Parejo. Das sind die drei Karten, die ich hier kaufen würde. Rofia auf jeden Fall kann man auch einmal mitnehmen in den Verein, weil der auch abartig günstig ist. Und sonst würde ich erstmal die Finger von den Karten lassen, außer ihr kauft euch halt Karten ein, die ihr für den Verein haben wollt, mit denen ihr spielen wollt, die gute Stats haben, die kann man sowieso immer einkaufen, wie hier so ein Griezmann, Ben Yedder, Di Maria oder auch so ein Nainggolan, der sowieso besonders interessant ist, weil er hier so eine, ja,
komplett kuriose Position da mit dem rechten Flügel. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der Preis sich entwickeln wird. So, ich würde sagen, wir öffnen jetzt die Rocket League Belohnung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was EA uns hier geben wird. Wir haben Silber 1, also bis Silber 1 gespielt, danach habe ich aufgehört. Heißt, wir kriegen hier ein Inform und eben zwei Sets. Und ich würde sagen, wir gehen ganz schnell hier rein, machen das ganz, ganz kurz und schmerzlos. Und da bekommen wir dann Marco Alonso. Schade, 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 es ist leider eine unspielbare Karte. Sonst wäre schon in Ordnung mit einem 84er Rating, aber leider sehr, sehr unspielbar. Dann gehen wir jetzt zu den Packs. Also Silber 1 ist sowieso im Rang, da werdet ihr nichts Gutes bekommen. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier irgendwas Gutes ziehen. Wir haben hier zwei Sets, die jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei sind. Also da erhoffe ich mir jetzt nicht irgendwie den großen Spieler, der wirklich viel wert ist. Aber wir gucken mal rein, was EA uns hier in dem Mega-Pack gibt. Vielleicht ist der ein oder andere ja da drin, der noch ein bisschen was bringt. So, okay, das hier ist auf jeden Fall schon mal nix. Savic von Atletico Madrid. Wichtig wäre für mich, dass ich hier Champions League-Karten bekomme, weil ich brauche unbedingt noch Erstbesitzer-Karten. Ne? Aber so sieht es leider nicht aus. Und ich finde auch, die sind extrem selten, die Champions League-Karten, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr die schon gezogen habt. Ich habe noch keine einzige Champions League-Karte gezogen. Ne? Oh, guck mal, das hier sieht aber schön aus, das Trikot. Das werden wir auf jeden Fall mal mitholen. Habe ich das jetzt ganz hochgehauen? Naja, egal. Sind auch alles doppelte Objekte. Komm, hau ich jetzt einfach alles weg fürs Video. Und dann öffnen wir direkt das letzte Pack, das Jumbo Premium Goldspieler Set. Da kann ja vielleicht noch was Gutes drin sein. Und da kann definitiv eine Champions League Karte drin sein. Bei 24 Spielern. Wieder nichts. Ja, das waren alles andere als gute Packs. Aber wenn jetzt hier wenigstens eine Champions League Karte drin wäre. Hier muss doch eine Champions League Karte drin sein. Nee. Wahnsinn. Wie selten sind diese Champions League Karten? Das gibt's ja gar nicht. Ich will ja nichts anderes wie eine Champions League Karte und es kommt keiner. Naja, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.